So, hallo, willkommen zurück. Ja, vorhin ist ein kleiner Fehler passiert, und zwar anstatt dass ich Pause gedrückt habe, habe ich auf Stopp gedrückt. Jetzt fange ich natürlich eine neue Serie an, besser gesagt neue Folge. Und ja, es ist immer noch, wir sind also da stehen geblieben, wo wir aufgehört haben. Es tut mir leid, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Sowas kommt vor. Gut, dann gehen wir einfach auf fortfahren. Und schauen mal kurz, wie viel Geld das wir überhaupt schon haben. Und zwar 26.909. Das sieht man hier. Ja, genau, dann hat man hier die Garagenanzahl, LKW-Anzahl und Fahreranzahl. Das bin ich alleine. Profil. Entschuldigung. Dann brauchen wir eigentlich nichts dazu sagen. Das kann man dann einfach auswählen. Ja. Mit wem man spielen will. In dem Fall mit John Myers. Gut, Fähigkeiten haben wir natürlich jetzt ausgegeben. Genau. Und jetzt schauen wir natürlich gleich, was wir als nächstes bekommen. Ja, genau, Weltkarte. Wie viel haben wir jetzt schon erkundet? 4,76%. Also alles, was gelb ist, die Strecken sind wir schon gefahren. Und wie man so gut sehen kann, gibt es da natürlich noch viel mehr. Und da oben ist England, da ist der Linksverkehr. Ich finde es halt schade, dass man hier noch nicht alles bereisen kann, aber so viel ich gehört habe, arbeiten die von SES Software schon daran, andere Länder mit reinzubringen. Das werden dann wahrscheinlich irgendwelche DLCs werden, aber man sieht es ja dann an. So, gut, jetzt schauen wir natürlich erstmal, ob wir irgendwas Nahes wieder haben. So, München, Stuttgart. Nee, da haben wir jetzt nichts. Nichts. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Gut, hier haben wir München, Dresden. Genau. Und da fahren wir jetzt auch hin. Wir fahren nach Dresden. Und zwar Düngemittel, so viel ich jetzt gesehen habe. Am Anfang versuche ich immer in die Städte zu fahren, da wo ich noch nicht drin war. Weil das nämlich dann am besten ist so. Oder dann hat man nämlich die Städte auch schon alle offen. Dann Licht an. Dann mal schauen, wie viel Zeit hätten wir? 22 Stunden. GPS sagt, wir brauchen 8 Stunden. 544 Kilometer haben wir. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das wird dann auch für heute die letzte Tour sein. Ich denke mal, es werden auch wieder ein, zwei Videos werden. Autobahn. Und damit Vollstoff nach Dresden.
Ja, das war die letzte Tour für heute und dann gehe ich nämlich in die Haier. Und morgen lade ich da natürlich wieder ein paar hoch. Ja, super der Regen. Ich finde es ja super, dass hier viele Originallizenzen von den LKWs dabei sind. Denn das macht das Ganze noch realistischer. Na, tanken müssen wir ja jetzt nicht. Können wir doch getrost weiterfahren. Ja. Ups, da wird es ganz schön kurvig. Hallo. Und hoffen, dass man nirgends hängen bleibt. Ups. Jo. Das war jetzt gefährlich. Bin ich jetzt irgendwo hängen geblieben? Och, ich sehe gerade, ich habe hier wieder Post. Ja, von wem habe ich denn jetzt Post? Wahrscheinlich, dass ich jetzt die 400.000 auch noch aufnehmen könnte. So, Regen ist vorbei. Das ist gut. Komm, fahr vorbei, ich muss da raus. Genau. So.
erhöht darüber, genau. Ja, wir müssen geradeaus weiter Richtung Dresden. Leipzig, Dresden. Ups. Was macht eine Rebe da? Gut, noch keinen Schaden. Da fahre ich so blöd oder was? So. Ja, jetzt werde ich langsam müde, das heißt, ich werde doch nach dieser Tour werde ich abbrechen. Ich glaube, ich habe schon 4, 5 oder 6 jetzt wieder vorgedreht. Ups, Baustelle. Ja, und die Wanderbaustellen. Das fehlt halt. Oder Stau. Unfälle. Wo einfach passieren und dann steht man halt mal. Was ich gut finde, ist, dass die Fahrzeiten oder die Zeiten, die was man brauchen darf, für den Auftrag zum Erledigen, relativ großzügig. Also da kann eigentlich zwischendurch schon mal irgendwo. Wow. Der war im toten Winkel, den haben wir jetzt gar nicht gesehen. Also da darf eigentlich zwischendurch schon mal etwas passieren. Leichte Unfälle oder so. Was ich halt schade finde, dass auch keine Polizeifahrzeuge unterwegs sind, die einem dann die Strafe geben, rausziehen oder so. Weil man irgendwie zu schnell fährt oder ja, einen Unfall verursacht hat. Also so wie es jetzt ist, verdonnert es einen eigentlich nur, oder verleitet es einen nur zum schnellen Fahren und nicht richtig aufpassen, sondern, und wenn jetzt doch irgendwie so Verkehrsbewacher wie Polizei oder so dabei wäre, wäre das natürlich viel interessanter, weil dann fahrt man doch stellenweise ein bisschen vorsichtiger.